Ja, so ein Besuch im Comicladen ist doch immer wieder erfrischend. Wo sind eigentlich Gordon und Christoph? Gordon ist mit Christoph zum Idiotenhügel gefahren, um ihm das Fahren beizubringen. So, Moment, ich muss mal eben den Rückspiegel neu justieren. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie das hier ist. Und da wird nichts dran gerüttelt. Ob du hier bist oder nicht. Der Sitz bleibt auch so, wie er ist, und da wird sich auch nichts dran ändern. Schon gut, ist ja kein Grund, mich gleich hier so anzubrüllen. Dein Wagen lässt sich aber schon ein bisschen schlecht lenken. Bitte? Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Hast du mal die Größe des Wagens gesehen und die Menge an Extras? Ja, schon, aber. Nein, halt, stopp, jetzt rede ich. Hast du eigentlich bemerkt, dass der Wagen Servo hat? Also entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Gordon, kannst du auch mal sachlich bleiben? Ich bleib jetzt nicht sachlich, es ist mein Auto und. Ja, ich finde es trotzdem etwas schwer zu. Nein, das hältst du nicht lauter! Du Oberticker! Hallo und herzlich willkommen zu der 101. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Jens. Hallöchen. Den Gordon. Hallo. Und unseren heutigen Gast, nämlich den Christoph aus Österreich. Hallo. Wo bin ich hier gelandet? Ja. Das fragen wir uns auch immer. Ja, der aufkopierte, selten erreichte. So. Ja, heute sprechen wir natürlich über Infinity War, das große, ja nicht ganz Finale von Marvel, zumindest die Einleitung davon. Und das wird natürlich auch ein rappelvolles Programm. Und ich freue mich auch, dass der Christoph hier ist, weil wenn ich nämlich an den wenn der Christoph dabei ist, muss ich nämlich immer an unsere Besprechung von den Guardians zurückdenken, der Notenplanet. Erinnerungen kommen hoch an Good den Old Times. Wie hast du den nochmal genannt? Utopia, glaube ich. Utopia? Utopia, okay. Meine ich. Ich weiß bis heute nicht, wie der Planet heißt, aber egal. Ja, ich würde auch sagen, wir verlieren keine große Zeit heute, denn ich glaube, das Thema wird schon genug Zündstoff für Diskussionen liefern. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt zur Diskussion rüber. Und unsere Susi kann da ein paar Worte zu verlieren. Bitteschön. Mit Ausgabe 101 nimmt sich Nightcrow den rekordebrechenden Blockbuster Avengers Infinity War vor. Dieser Film stellt den bisherigen Höhepunkt im Marvel Cinematic Universe dar. Er vereint nicht nur die meisten Superhelden aus dem Marvel Cinematic Universe, sondern bringt auch endlich Thanos in einer Hauptrolle auf den Bildschirm. Dieser will gleich die Hälfte allen Lebens im Universum auslöschen, denn nur damit glaubt er, das Universum ins Gleichgewicht bringen zu können. Wie sich die Avengers und auch die Guardians of the Galaxy gegen ihren größten Widersacher zur Wehr setzen können und wie der lang ersehnte Film bei den Talkern abschneidet, das erfahrt ihr in der ersten Ausgabe nach dem großen Jubiläum. Na, vielen herzlichen Dank, Susi, und wir kommen direkt zu unserer Diskussion über den ersten Teil des großen MCU-Finales. Und Jens, kannst du uns mal kurz sagen, worum es im Infinity War geht? Ja klar, gerne. Ja, Thanos greift an, nicht? Der Titan will sich nämlich alle Infinity-Steine aneignen, um damit die Hälfte aller Lebewesen im Universum auslöschen zu können. Denn Thanos ist davon überzeugt, dass die Ressourcen des Universums endlich sind und irgendwann dann natürlich auch erschöpft. Ja, und eine solche Vielfalt an Lebewesen kann das Universum seiner Meinung nach nicht mehr beherbergen und auch nicht mehr versorgen. Ja, mit der Vernichtung der Hälfte aller Leben will er das Universum wieder ins Gleichgewicht bringen. Dabei sind ihm nur die Avengers im Weg, welche in Thanos aber ja ihren größten Gegner gefunden haben. Ja, und gemeinsam versuchen sie dann ihren wahrscheinlich
größten Gegner überhaupt zu bändigen und zu besiegen. Ob sie es schaffen, das werden wir jetzt erörtern. Genau, der Film heißt, sogar im Deutschen, das haben wir sogar beibehalten, Avengers Infinity War. Erschienen ist er natürlich dieses Jahr und Länge ist 149 Minuten, was ich mich gerade ein bisschen wundert, weil irgendwie kam der mir länger vor, aber okay. Altersfreigabe ist FSK 12, Regie führte Anthony Russo und Joe Russo. Das Drehbuch stammt von Christopher Markus und Stephen McFeely. Genau, Stephen McFeely. Gut, dann haben wir natürlich auch eine umfangreiche Besetzung. Gordon, magst du uns mal kurz erläutern, wer da alles im Infinity War auftritt? Alle. Ja. Also, da haben wir natürlich alles. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, dann Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Josh Brolin, Don Cheadle, Sebastian Stan, Dave Bautista, Karen Gillian, Chris Evans, Scarlett Johansson, Idris Elba, Tom Hiddleston, Peter Dinklage, Chris Pratt, Bradley Cooper, Samuel L. Jackson, Zoe Saldana, Vin Diesel, William Hurt, Gwyneth Paltrow und Benicio Del Toro. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt nicht zugehört. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, also Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Anthony Mack. Achso. Oh, sehr schön. Ja, ich denke, die einzelnen Protagonisten vorzustellen, können wir uns an dieser Stelle sparen. Das würde auch ein bisschen den Rahmen springen davon ab. Deswegen würde ich mal direkt sagen, wir steigen mal direkt ins Geschehen ein. Und Bevor wir das machen, wir uns jetzt hier einen virtuellen Arschtritt einfangen, natürlich absolute Spoilerwarnung. Der Film wird zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Rezension hier raushauen, natürlich noch laufen. Das heißt also, ne, nicht, dass ihr dann irgendwie das euch hier anhört und dann plötzlich gespoilert werdet und habt den Film noch nicht gesehen. Also erst würde ich vorschlagen, guckt den Film und dann hört euch die Rezension an, es sei denn, es ist euch vollkommen egal. Ja, wie ich mal so einen Kommentar gelesen habe, was, da sterben Avengers, voll der Spoiler. Ja. Was für ein Spoiler. Naja, geht halt Spaß. Sherlock. Ja, wie gesagt, wir steigen direkt mitten ins Geschehen ein und ich würde sagen, wir zerhackstücken den Film mal ein bisschen in Teile und da würde ich mal vorschlagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Szene an, die ja schon recht imposant beginnt, würde ich mal so behaupten, oder Jens? Ja, auf jeden Fall, weil das schließt unmittelbar an die ganzen Szenen von Thor 3 an, wo natürlich am Ende die Asgardianer geflohen sind von Asgard. Asgard ist natürlich zerstört und Thanos hat das Schiff geentert, denn er hat wohl rausbekommen, dass sich dort einer der Infinity-Steine befindet, die er natürlich sucht. Er will alle 6 Steine bekommen und wenn er alle 6 Steine hat, dann kann er seinen Plan, nämlich die Hälfte aller Lebewesen auszurotten, mit einem einzigen Fingerschnippen vornehmen. Ja, und deswegen will er gerade diesen Stein hier haben. Welcher das jetzt gerade allerdings ist? Der Tesseract. Ja, genau, aber welcher von den Steinen ist das? Achso, er hat den Orb schon. Ah, okay. In dem Handschuh. Wobei, da habe ich mich gefragt bei der Szene, weil das haben sie ja nicht großartig erklärt, wie war der schon beim Nova Corp? In irgendeinem Comic oder so? Wurde das da erklärt? Boah, da fragst du mich. Die Russos haben es damit erklärt, dass der Film einfach zu lang wäre, wenn jetzt auch noch diese Vorgeschichte kommt, wie er vom Nova Corp eben den Power Stone holt. Und daher ist es eine Sache, die offscreen passiert ist. Okay, aber ich habe heute echt irgendwie erwähnt in dem Film, oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Nicht erwähnt. Er hat ihn einfach schon im Film. Ja, fand ich auf jeden Fall, also ich fand es jetzt nicht schlimm, weil gut, das wäre jetzt einfach nur eine weitere Schlacht gewesen im Endeffekt. Deswegen war es okay, dass er den Stein schon hatte, aber ich hätte mich halt nur gefragt, so okay, warum hat er den jetzt schon? Aber gut, vielleicht ein Satz oder so wäre vielleicht ganz gut gewesen, aber gut, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau irgendwo. Was konnte dieser Stein nochmal genau? Welcher? Powerstone, der erste. Das hat ihn einfach nur irgendwie stärker und mächtiger gemacht, oder? Der Stein im Orb ist der Power Stone, ja. Genau. Und der in Tesseract ist der für den Raum, also. Genau. Ja. Ah, okay. Und mit dem Raumstein kann er sich von einem Ort zum anderen teleportieren, unter anderem. Würde ich mal jetzt. Genau, richtig. Das war ja sowieso so geil. Die Szene fand ich ja richtig cool, weil er den Power Stone schon hatte. Deswegen konnte er ja auch überhaupt das Hulk besiegen. Genau. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass du das jetzt gerade erwähnst. Für mich hätte es cooler gefunden, wenn er das aus
eigener Kraft heraus geschafft hätte. Weil die große Frage ist ja, ist Thanos auch eine Bedrohung, wenn er keinen der Steine hat? Das definitiv, aber du musst ja bedenken, der Hulk wird ja stärker, je aggressiver er wird. So, und sie haben das ja so erklärt, was ich eigentlich ziemlich genial fand, weil Thanos natürlich durch den Stein so eine ungeheure Kraft hat, dass der Hulk gar keinen Bock mehr hatte, rauszukommen. Genau, er hat einfach Schiss. Ja. Ich fand auch die in der ersten Szene sieht man ja auch direkt die Handlanger, also die Black Order von Thanos. Ich fand die auch ziemlich cool dargestellt. Also man sieht die Kinder des Thanos jetzt. Genau, richtig. Ja, die Kinder des Kinder von Thanos oder die Children of Thanos werden sie alle genannt, wenn sie halt von Thanos Anführungszeichen adoptiert werden in die Black Order, eben wie es auch mit Gamora passiert ist oder eben damit Proxima Midnight, die wir sieht im Film, oder wird der große nochmal heißen? Corvus Glaive. Dwarf. Nee, ist nicht einer auch noch der Dwarf, der auf dem basiert. War das nicht Corvus Glaive? Nee, ist das nicht der mit den Corvus Glaive? Ist doch der mit den Spock-Ohren, oder nicht? Man merkt, wir sind alle extreme Profis hier. Also ich muss gestehen, ich habe den Film ja auch mittlerweile schon dreimal gesehen. Einmal in OV. Hast du immer noch nicht kapiert. Ja, genau, so sieht's aus. Einmal in OV, in 2D und einmal in 3D. Jedes Mal eine andere Geschichte. Ja, das könnte man so sagen. Hast du heute einen Clown gefrühstückt, kann das sein? Nee. Nö. Eigentlich nicht. Nö. Corvus Glaive ist doch definitiv der Typ, mit dem Proxima Midnight auf. Ja. Genau, Blödsinn, der war das, genau. So, stimmt. Und Black Dwarf, das ist doch der Große, dem die Hand abgehackt wird. Der hinterher Die kommen alle aus dem Infinity Comic von 2000. Ja, das ist schon so lange her. Ja, das ist lange her, genau. So geht's mir auch. Das lief noch alles unter der Black Order. Und die einzige, die du nicht gesehen hast, ist die Black Swan, weil die nicht dabei war im Film. Die haben die weggelassen. Und jetzt haben wir im Film, müssen wir jetzt haben Corvus Glaive, Proxima Midnight, Black Dwarf und wie heißt denn der blöde Zauberer? Ebony Maw? Ebony Maw, yes. Ja, genau. Das sind die vier, die wir da sehen. Genau. Ja, ich ganze Infinity-Saga habe ich auch nicht mehr so viel Erinnerung. Das Einzige, was mir noch gut im Gedächtnis geblieben ist, ist der Infinity Gauntlet. Wobei ich das Comic nicht so gut finde. Aber naja, gut. Vielleicht greifen sie davon was im zweiten Teil dann auf. Ich hoffe nur, dass sie die Story nicht nacherzählen, weil das wäre dann ziemlich lame. Nee, glaube ich. Wollen sie nicht nacherzählen. Das ist schon mal vom Vorteil. Sie haben schon Sachen ausgeschlossen davon. Jetzt habe ich, was wollte ich jetzt sagen? Ach, scheiße. Genau, Kino, wo der Jens gerade sagte, Kino. Ich habe den Film nur einmal im Kino gesehen, in 2D. Was mich verwundert hat, ich meine, der Film ist ab FSK 12 freigegeben, okay. Aber bei mir im Kino waren so viele Kleinkinder. War das bei euch auch so? Ja, sie waren viele traumatisiert nachher. Bei mir waren mehr so Teenager oder Anfang 20-Jährige, die dann traumatisiert waren. Ja, also ich hatte wirklich Kinder, die am Schluss zum Heulen anfingen, gerade wie halt Spider-Man gestorben ist. Das hat die dann wirklich ordentlich was mitteilen. Super. So wie es auch gehört. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde das schon heftig irgendwie. Aber ja, gut. Ja gut, das Ding heißt ja freiwillige Selbstkontrolle und wenn die Eltern mit dabei sind, dann können ist es rechtens. Ja. So einfach sieht's aus. Filme von 6 bis 12 in Deutschland, das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber bei uns ist es ja so, bei der FSK, wenn du ein Kind hast, das erst 9 ist, darfst du in Begleitung von Erwachsenen auch Filme ab 12 gucken. Das gilt übrigens nicht für die Altersstufen 16 und 18. Ich glaube, das ist bei uns so ähnlich geregelt. Kann ich jetzt aber nicht zu 100% beantworten, weil ich nicht so oft Kinder mit habe. Was? Ja. Wir haben ja in der ersten Szene schon, wo wir gerade dabei sind, so von wegen traumatisiert und tot. Ja. In der ersten Szene sterben ja schon direkt zwei. Nämlich, genau. Was ich da sehr cool fand, weil ich hatte da auch die Diskussion mit einem Kumpel von mir, der irgendwie so meinte, so, ja, Heimdall hat den letzten Infinity-Stein. Und dann, mit dem Kollegen war ich übrigens auch im Kino, und dann erstmal direkt, bam, in die Fresse, der hat den nämlich nicht. Und das war mir von Anfang an klar, dass er den nicht hat. Hey, ja. das wäre zu einfach. Richtig. Da waren nicht diese abgespaceden, Entschuldigung. Erzähl weiter. Da fand ich diese abgespaceden Theorien eher mit,
Tony Stark ist der letzte Infinity Stone. Irgendwie schon witziger. Ja, stimmt, so eine Theorie gab's auch, stimmt. Die Begründung fand ich so geil, weil die haben das irgendwie so begründet, die Fans. Ja, weil sein Vater zu ihm gesagt hat, ja, du bist das Besonderste, was mir je gelungen ist. Ja, ja, weil es gab ja, glaube ich, auch irgendeine Comic-Story, wo sie erst drauf kommen, dass er ja durch die Hilfe von Alien-DNA und Außerirdischen quasi geschaffen wurde. Irgendeine Story habe ich da im Hinterkopf, glaube ich. Ja, und der zweite Charakter, der direkt draufgegangen ist, das war natürlich Loki. Fand ich persönlich Wurzeit. Ja, der hat, glaube ich, eh die meiste Screentime, einer der meisten Screentimes im MCU, wenn man sich das so ansieht von den Villains. Ja, das auf jeden Fall. Aber ist natürlich auch mit einer der sympathischsten und wo man auch sagen muss, den kann man auch ruhig öfter sehen. Weiß ja, ich nicht. Sie haben es auch geschafft bei Loki, dass er in jedem Film anders dargestellt wurde. Du hast ja nicht immer den gleichen Loki gesehen im Endeffekt. Findest du? Also ich finde, er wurde immer ein bisschen neu erfunden, finde ich. Ein bisschen weiterentwickelt. Er hat wenigstens eine Weiterentwicklung erlebt, im Gegensatz zu manchen anderen vielleicht. Ja, aber ich fand die Intention von ihm eigentlich immer so das Gleiche. Also er hat immer versucht, seinen Bruder zu hintergehen und sein eigenes Ding irgendwie so durchzuziehen. Also, ja, das ist wie bei einem Fixer, der immer wieder seinen Rückfall kriegen könnte. Ja, aber er hat ja schon einen klareren Schritt gemacht. Ich meine, von Evil, der irgendwie Thor hintergehen will, bis hin zum schon fast Anti-Hero in diesem Fall, ne, der hier auch Thanos ausschalten will und der es eben nicht mehr ertragen kann, wenn Thor gefoltert wird, so, weil er plötzlich merkt, das kommt ja in Thor 3 Ragnarök so gut heraus, wo sie beide im Fahrstuhl stehen und er dann sagt, Mann, du weißt doch, wie es ist, so, wir müssen uns einfach mal der Realität stellen, wir haben uns doch vor Jahren schon verloren und in dem Moment spielt Hiddleston das halt einfach echt gut, wo er ihn so anguckt, so, was? Ja, aber ja, das ist ja im Endeffekt genau das. So, die beiden haben eigentlich überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten mehr und darum geht es halt. Und da sieht man jetzt ja irgendwie, dass Loki das eigentlich gar nicht gefällt. Wobei, ich habe eine Theorie gehört, ich hoffe, dass das nicht stimmt, weil das wäre einfach nur lame, dass das gar nicht Loki gewesen ist. Aber das glaube ich aber nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Alberne Theorien gibt's immer. Ja, wir können definitiv davon ausgehen, dass natürlich einige von den Charakteren wiederkehren werden und manche halt eben nicht. Welche das jetzt genau sind, weiß ich nicht, ob man das durch die Comics irgendwie voraussehen kann. Angekündigten Filme. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich so eine Sache. Spider-Man wird natürlich wiederkehren. Und Ant-Man, der war ja sowieso jetzt noch nicht dabei. Ja gut, ich meine, im Prinzip kannst du sagen, also wenn du nach dem Comic gehst, kannst du sagen, alle, die sich aufgelöst haben am Schluss, also im Comic ist es ja auch so, alle, die halt einfach verschwinden, die kommen nachher auch wieder. Ne? Das heißt also, die jetzt wirklich getötet wurden, wie jetzt Heimdall oder Loki, die wurden ja wirklich getötet, die können natürlich nicht wiederkommen. Doch, ich kann nur sagen, die alle durch den Soulstone getötet wurden, die können wiederkommen. Ja, aber trotz alledem, natürlich können die anderen auch wiederkommen. Das ist ja das ungeschriebene Comic-Gesetz, ne? Ich meine, wir haben auch seit Captain America gedacht, dass Red Skull nicht wiederkommt. Und siehe da. Wobei, ich war jetzt nicht hundertprozentig sicher, sagen wir mal anders formuliert. Ich hatte es gehofft, dass er nicht tot ist, weil er ja in dem Film nur weggebeamt wurde. Ja. Ja, das ist ja bei vielen so, ne? Auch wenn du jetzt natürlich, er ist erstochen worden oder meinetwegen, aber es sind immer noch Götter und es sieht dann halt auch wieder anders aus. Also das ist dann vielleicht noch eine andere Begebenheit als bei Menschen. Aber das war nicht Hugo Weaving, ne, der den gespielt hat, oder? Nein, es war nicht. War auch eine andere Synchronstimme im Deutschen, was ich auch nicht gerade so prickelnd fand, muss ich gestehen. Ich fand er hatte ja auch keinen deutschen Dialekt mehr im Englischen Original. Ich fand's cool, dass er aufgetaucht ist. Also das war für mich so ein Wow-Moment, auch ein bisschen so, weil ich mir halt gedacht habe, der muss nochmal wieder kommen. Ich bin ja nie davon ausgegangen, dass er tot ist. Was ich allerdings ein bisschen komisch fand, ist, ich meine, der hockt da 70 Jahre auf diesem Planeten darum. Er sagt ja auch selber, also ja, mein Fluch ist es, jeden Namen zu kennen, der diesen Stein haben will. Und es heißt ja für mich, dass mehrere Leute schon mal da gewesen sind. Warum ist der nicht einfach abgehauen? Ja, vor allem was macht er, nachdem der Stein jetzt gehoben wurde? Ja, richtig. Naja, zum Ersten, wie soll er von da abhauen, wenn du keine Möglichkeit hast, auf irgendeinem Planeten zu sitzen? Wie willst du dann wegkommen? Ja gut, aber wenn schon mehrere Leute da sind, dann hätte er ja doch sagen können, ja, pass mal auf, nimm mich doch mit. Ja, natürlich hätte er das sagen können, aber es ist dann halt die Frage, ob es dann überhaupt passiert, ob die das auch wollen und so weiter und so fort. Und die zweite Frage ist natürlich, ist er tatsächlich noch ein menschliches Wesen?
ne, also auf dem Planeten dann einfach auch irgendwie so überleben zu können und so weiter und so fort, ist natürlich dann auch so eine Sache. Was isst er denn die ganze Zeit? Ja, das muss man sich ja auch mal die Frage stellen. So, ist, sitzt da irgendwo ein Chefkoch im Hintergrund und kocht ihm jedes Mal was oder was? Also die Wahrscheinlichkeit ist eben größer, dass er an diesen Stein irgendwie mitgekettet ist und da einfach als irgend so eine Entity lebt, anstatt dass er halt immer noch der Nazi-Red Skull ist, der er früher war. Ja gut, die Erklärung fand ich ganz gut, weil er sagt ja selber, ja, mein Ziel war es immer, Macht zu haben. Und er sagt ja auch, ich kann diesen Stein nicht, ich kann ihn nicht haben, weil ja die Geschichte ist ja, man muss ja etwas opfern, was man liebt, um den Stein zu kriegen. Das fand ich halt ganz gut, weil er kann ja nichts opfern, weil er hat ja auch selber, glaube ich, nie geliebt. Deswegen kann er ja auch nichts opfern. Ich habe den immer gesehen, also für mich war das einfach nur ein Lückenfüller, weil ich glaube eher, die hätten irgendwie hinsetzen können wie Mephisto oder ähnliches, was vielleicht mehr Sinn gemacht hätte. Und das hätte wieder der normale MCU-Leser ja nicht, ja nicht verstanden. Deswegen glaube ich jetzt. Ach, glaub mir, den Red Skull haben auch schon genügend nicht verstanden im Kino. Ja, wo du gerade Mephisto erwähnst, das finde ich eine ziemlich geile Idee, weil meine Überlegung war dahinter, als ich Red Skull gesehen habe, so, vielleicht nehmen sie den als Mephisto, weil der taucht ja auch im Infinity Gauntlet an Thanos' Seite auf. Vielleicht schreiben sie das dann so rum, dass Red Skull dann halt bei Thanos ist. Eben, wie gesagt, ich hätte es toll gefunden, wenn sie einen Mephisto eher genommen hätten. Aber wie gesagt. Ja, ich meine nur. Wäre wieder einer zu viel gewesen, den du einfach einführst ohne irgendwas und dann alle Leute nicht verstanden hätten. Eben. So haben sie wenigstens ein bisschen einen Anhaltspunkt. Richtig, und ich meine, wie gesagt, ne, sie wollten das ja auch nicht so sehr an den Comics orientieren. Wir haben ja nun auch diese Eingangsszene, wo dann hier Heimdall dann Hulk, beziehungsweise dann eben Banner da wegschickt, und schießt und er kracht dann da bei Doctor Strange rein und das ist ja im Comic auch eigentlich der Silver Surfer. Ja. So, das hat man hier ja auch anders gemacht und das fand ich auch in Ordnung so. Das war auch schon gut geschrieben. Hat schon gepasst. Wo wir schon gerade bei Thanos sind, muss ich mal gestehen, dass ich ihm neben Loki als den bisher, ich sag mal, ausgefeiltesten Badass halte. Nicht nur, weil er halt eben so extrem rüberkommt in all dem, was er dann plötzlich auch so kann, sondern einfach, weil er auch jemand ist, der vielschichtig ist. Der ist nicht einfach nur wie Red Skull böse, sondern er kann lieben, er kann weinen, er kann Trauer empfinden und wie wir es ja auch gehört haben von Mantis, unheimliches Leid empfinden. Das heißt also, alles, was er da macht, das geht nicht so einfach spurlos an ihm vorbei. Also er tötet ja nicht, weil er da jetzt wirklich extrem viel Bock drauf hat, sondern zum einen halt eben aufgrund seiner Überzeugung, dass er meint, er wäre derjenige, der das Universum retten muss und das nur auf diese Art und Weise kann. Und zum anderen halt eben, weil er tatsächlich auch jemand ist, der dem Menschen einfach was bedeuten oder die ihm etwas bedeuten. Sagen wir so, Thanos wurde ursprünglich geschrieben als Charakter, der eigentlich verliebt ist im Comic. Und deswegen hat er ja diese Emotionen und diese Vielschichtigkeit überhaupt, weil er war ja ursprünglich durch Liebe getrieben und nicht durch den, keine Ahnung, Weltrettungs... Naja, sagen wir mal durch falsche Liebe, ne? Ja, durch falsche Liebe. Aber er war halt verliebt oder ist halt verliebt. Ja, genau, so, ne? Und dann eben in dem Moment halt Liebe macht blind oder wie auch immer und hat sich da verrannt in Schwachsinn letzten Endes. Und hier ist es ja ähnlich. Also es geht ja eher darum, dass er die Emotion nicht zeigt. So, und deswegen können so viele mit ihm nicht um und er bleibt halt seiner Linie einfach treu. Er lässt eben nicht mit sich verhandeln. Das ist eben so, er hat seinen Willen und er ist einfach der Meinung, ja, meins zählt jetzt mehr als alles andere und ihr könnt das nur alle nicht verstehen. Und da widersprechen ihm natürlich alle, was ja auch vollkommen klar ist, weil und sagen, ja, die nannten mich einen Irren. Ja, natürlich, weil du es bist. So, ja. Zumal ich mich auch immer frage, wenn er die Hälfte aller Lebewesen tötet, dann haben doch wieder alle genauso wenig zu essen wie vorher, weil ja die anderen, die Kühe und so, die Leute essen, die sterben ja auch alle. dann ist es ja wieder genau dasselbe. So, wenn du 1 Million Leute auf 1 Million Kühe hast und dann die Hälfte von den Menschen, aber auch die Hälfte von den Kühen tötest, dann bist du bei der gleichen Ausgangssituation wie vorher. Vielleicht hat er da auch nicht ganz mitgedacht. Also das ist natürlich genauso ein Punkt. Aber klar, man kann halt seine Intention dahinter so, ich töte sozusagen alle humanoiden Lebewesen, alle intelligenten Lebewesen, insofern um die Hälfte, damit die dann alle in Ruhe, in Frieden leben können. So, das ist halt seine Ausgangslage.
Niederlage. Aber wie viel Leid er damit erschafft, ist ihm eigentlich vollkommen egal, weil er sagt, ja, wieso, dass das Leid, das erschaffen wird, das wird ja nur zufällig gelöst und man muss eben damit klarkommen. Theoretisch ist es dann ja sogar so, wenn er schnipst, könnte er sich selbst auflösen, weil es ihn ja auch treffen könnte. Das stimmt. Wobei, ich muss sagen, weil das war auch so eine Schwachsinnsdiskussion, weil was viele Leute angemerkt haben, so, ja, in Avengers haben die Avengers ja selber viel zu wenig Screentime. Die haben, also da frage ich mich so, ja, hier geht's ja nicht um die Avengers, sondern hier geht's darum, Thanos in Szene zu setzen. Genau, also ein Film von über Thanos, in dem du halt die Avengers mitspielst. Richtig, so genau. Es. Und das fand ich auch richtig geil, weil man halt mal einen Film mit dem Antagonisten macht. Weißt du, und dadurch, was Jens vorhin gesagt hat, bekommt der Charakter auch sehr viel Tiefe, weil, wie gesagt, er hat eine Geschichte, auch irgendwo eine Intention natürlich, die man ein Stück weit sogar verstehen kann, aber natürlich, wie er es angeht, dieses Problem zu lösen, ist natürlich absoluter Schwachsinn und auch ein bisschen psychopathisch, ne? Da müssen wir ja nicht drüber reden. Vielleicht eher soziopathisch. Ja, soziopathisch, stimmt, das passt eher. Und aber wie gesagt, hier geht es halt darum, Thanos in Szene zu setzen und ich finde, das haben sie super gemacht. Ja, absolut. Und auch da jetzt wieder, das ist ja so das übliche Problem oder die übliche Kritik, die immer wieder kam. Marvel kann Bad Guys nicht. Und das hat jetzt auch mal wieder bewiesen, das stimmt nicht. Ja, aber zu 100%. Weil ich war sowas von positiv überrascht. Ich habe auch Leute neben mir gesessen, neben mir haben Leute gesessen, die auch gesagt haben so, ah, was ist das denn für ein Weichei, heult da rum und ja, Leute, aber es gibt doch kein Wesen, das nur pur böse ist und das auch nur pur gut ist. Wie langweilig wäre das denn bitte? Und in so eine ähnliche Richtung ging ja zum Beispiel auch Red Skull. Von daher, solche Bösewichte sind im Grunde genommen auch strunzlangweilig. Ja, also das ist ja auch das, was ich eigentlich bei den Marvel-Filmen ankreide, beziehungsweise das ist ja fast in allen Superheldenfilmen so, dass die Bösen, auf denen wird gar kein Wert mehr gelegt. Ich meine, bei Tim Burton zum Beispiel, der hat das früher auch sehr gut verstanden, die bösen Charaktere auch angemessen in Szene zu setzen, dass man das Handeln auch irgendwo nachvollziehen kann. Mittlerweile macht man das ja gar nicht mehr. Die sind einfach da und dann werden die bekämpft und das war's. Und das fand ich jetzt hier wieder richtig geil, dass mal wieder ein Schurke präsentiert wird, der wirklich auch Emotionen hat, der Tiefe hat und der eine Hintergrundgeschichte hat, ne? Richtig. Und das ist so ein Ding, das sollte eigentlich in jedem Film irgendwo sein. Ja, ist ja okay. Ich meine, dass wenn einer sagt so, nee, mir ist das zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt und so weiter, aber die Sache ist ja auch die, wenn er nur strunzböse wäre, einfach nur böse, was willst du denn daraus für eine Geschichte stricken? Ich meine, es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum die Leute so handeln, wie sie handeln. Und das ist eigentlich in jedem Film so. Selbst hier der, wie hieß der Gegner von Dr. Strange aus dem Film Dr. Strange? Kurt. Cassilius? Cassilius, genau. Auch der hat denn seine Intention, warum er das eben macht. Manchmal ist es halt eben ein bisschen mehr nachvollziehbar, manchmal halt eben nicht. Aber gerade bei Thanos finde ich das sehr, sehr, sehr plausibel. Er hat gesehen, wie seine Welt untergegangen ist und ist jetzt halt einfach in diesem völlig bekloppten Wahn, dass er sich als der Retter des Universums ansieht. Wobei sie das ja geändert haben, ne, die Hintergrundgeschichte, weil eigentlich in den Comics ist Thanos ja, wie war das nochmal, der leidet ja an so einer Missbildung eigentlich, also der sah ja nicht so aus wie sein Volk. Genau. Und ich glaube, da haben sie es so gemacht, dass alle so aussahen wie er, ne? Keine Ahnung, also da fragst du mich zu viel. Oh, jetzt mal, was meinst du? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du andere Leute... Es gibt doch eine kurze Rückblende, wo Thanos halt erklärt, wie sein Planet zugrunde gegangen ist. Und da sieht man ja auch die anderen Bevölkerungen. Und ich meine mich zu erinnern, dass die genauso aussahen wie er. Nö, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Nee. Aber Jens, du hast den Film dreimal gesehen, müsstest du doch wissen. Ja. ja, was ich dir sagen kann, ist, dass man davon gar nicht mehr so viel sieht. Also es wird auch mit keinem Wort erwähnt, dass er irgendwie anders aussieht oder so. Es ist halt eben... Aus einer ganz, ganz merkwürdigen Sicht macht es ja sogar Sinn, dass wenn man er meint, er redet von der Rückblende. Sieht man da jetzt weitere Lebewesen vom Planet Titan oder nicht? Du meinst, wo er den Reality Stone benutzt oder was? Genau, richtig. Das ist da, wo er da auf Titan plötzlich auftaucht und vor ihm sitzt Dr. Strange, um ihn sozusagen abzulenken. Übrigens eine geile Szene.
Ich glaube, da sieht man hauptsächlich die Technologie. Genau. Ja, aber im Hintergrund siehst du Schatten. Das ist ja, da laufen welche rum. Die haben auch, ich glaube, zwei von denen, die da rumlaufen, haben auch lila Haut. Aber das war's dann auch. Also viel mehr, also einen richtig guten Einblick, wie die aussehen, kriegt man eigentlich nicht. Also ich habe den Film auch zweimal geguckt. Okay. Da bin ich mir relativ sicher, dass man da nicht sonderlich viel sieht. Okay, gut, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Ich sag, in den Comics, ja, er war eine Mutation. Ja. Aber im Film bin ich mir nicht so sicher, wenn man es eben nicht sieht. Nee, weil, also ich meine, da laufen zwei so rum, die sich, glaube ich, miteinander auch unterhalten. Aber die siehst du halt nur sehr verschwommen, weil eben nur im Hintergrund so der Fokus eben auf ihm liegt, wo er ja dann irgendwie sagt, meine Welt war auch mal wunderschön, aber ja, zu viele Mäuler oder zu viele hungrige Mäuler, die gestopft werden wollten. Und ich hatte dann die und die Idee und ja, keine Ahnung, man nannte mich einen Verrückten und es kam, wie es kommen musste. Und dann hört diese Rückblende ja schon wieder auf und dann sieht man ja, wie dieses Energieding, das normalerweise in der Luft schwebt, dann abgestürzt war und ja, alles eben kaputt ist. Dann hatte ich das nicht mehr so richtig in Erinnerung, weil ich hatte jetzt irgendwie im Kopf gehabt, dass die alle so aussahen, aber gut. So kann man sich täuschen. Ich will auch einen Reality Stone haben. Oder meinst du jetzt die Szene, wo er mit Gamora da steht? Nee, ich meinte schon die Szene, die du gerade wiedergegeben hattest. Gordon. Ja, okay. Aber ist es nicht in wen ist er eigentlich in den Comics verliebt? In den Tod. Ja, genau. Der wiederum natürlich in Deadpool verknallt ist, ne? Ja, es gibt Comics, wo Death in Deadpool verknallt ist, ja, weil sie ihn ja nicht haben kann. Er kann ja nicht sterben. Wie Frauen so sind, ne? Wir hatten uns ja da letztens mal drüber unterhalten, als wir Ragnarök besprochen hatten. Ich hätte das auch cool gefunden, wenn sie aus Kate Blanchett die tot gemacht hätten. Ja, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich meine, in diesem Universum ist ja alles möglich. Ihr wundert mich nicht. Übrigens, ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass es jetzt eine Weiterentwicklung in dem Ironman-Anzug gibt. Dass das jetzt plötzlich alles Nanotechnologie ist. Okay, es ist ein bisschen zu überzeichnet, finde ich, weil er ja jetzt mittlerweile zig Formen annehmen kann. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist trotzdem schon, finde ich, eine logische Weiterentwicklung. Ja, vor allen Dingen, weil ja dann auch eben 2 Jahre wieder vergangen sind, ne? Also das ist ja auch das Coole eben mit Thor 3, wo dann eben Doctor Strange dann auftaucht, während Tony dann noch mit Pepper redet und dann sagt ja, sie müssen mitkommen, hä, was, wieso? Und dann taucht plötzlich Bruce auf und die haben sich halt 2 Jahre lang einfach mal nicht gesehen. Das ist natürlich auch so eine Nummer, ne? Also das wird einem ja oftmals als Zuschauer erstmal gar nicht klar, was für eine Zeitspanne da eigentlich vergangen ist. Ja, weil halt eben die anderen Filme erschienen sind, ne? Ja, dazwischen genau. War Thor 3. Aber das ist auch etwas, was viele, glaube ich, ein bisschen anstrengend finden. Ich persönlich muss ja sagen, dass viele mittlerweile sagen, so Serien sind das neue Kino und Serien sind einfach besser. Okay, geschenkt, kann ich so stehen lassen, jedem das seine. Aber sich dann hinzusetzen und zu sagen, naja, das finde ich dann wiederum bei den Filmen so schwierig und es kommen so viele davon. Ja, Junge, aber wenn du eine Serie guckst, kommen auch mal eben 10 Folgen auf einmal. Ja, aber und die gehen dann. Die Filme haben einen längeren Abstand auch dazwischen. Das ist richtig, aber ich finde, man macht sich selbst ein bisschen das Leben damit schwer. Eine Szene, die ich ja ziemlich cool fand. War ja als Doctor Strange quasi, ich weiß nicht mehr, wie viele Varianten ist er durchgegangen? 1 Million? 56, keine Ahnung. 900.000 und nur eine einzige davon genau, zeigt den Sieg. Genau, richtig. Und er gibt ja Thanos mehr oder weniger dann freiwillig den Reality Stone und da saß einer neben mir im Kino und meinte so ein Schwachkopf. Er gibt ihm den Time Stone. Ja, den Time Stone, Entschuldigung. Und da saß einer neben mir im Kino und meinte so ein Schwachkopf. Ich sag so, nee. Das wird wahrscheinlich genau diese eine Variante gewesen sein, die zum Erfolg führt. Ja. Ja, gut, es konnte ja nichts anderes sein. Ich meine, er hat ja ganz klar vorher gesagt, entweder ihr und ich behalte den Stein. Also er würde ja definitiv, wenn es um entweder Spider-Man oder um Iron Man geht, würde er die beiden eher opfern, bevor Thanos den Stein richtig in die Hände kriegt. Und ich vermute jetzt mal, weil Thanos wollte ja Iron Man töten, und ich vermute mal, genau deswegen hat er gesagt, okay, ich gebe dir den Stein, weil Iron Man wird wahrscheinlich mit eine Variabel der Lösung sein. Ja, sehr vermutlich. Ja, sagt er dann auch, wir sind jetzt im Endspiel. Ja, und da Strange natürlich alle Realitäten dann gesehen hat. Ich glaube übrigens, dass er irgend so eine Zahl, was mit
56 Millionen oder sowas. Auf jeden Fall kam es mir irgendwie so im Hinterkopf, dass das, glaube ich, genauso wahrscheinlich ist, einen Fünfer mit zwei Richtigen beim Euro-Jackpot zu haben. Übrigens, Avengers Endgame ist einer der Titel, die halt quasi gerumort werden für den Film, für den nächsten Teil. Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Obwohl ja irgendwie Infinity Gauntlet, glaube ich, schon so ein bisschen geteasert wurde, ne? Der wurde schon definitiv von den Russos ausgeschlossen. Ah, okay. Ja. Also eigentlich definitiv, sie haben so gesagt, wie jemand gefragt hat, Avengers Gauntlet oder Infinity Gauntlet, ist das jetzt der richtige Titel? Und er hat irgendwie nur gesagt, so irgendwie, ja, zur Hälfte. Nein, das war ein anderer. Das war nicht Gauntlet, das war was anderes. Almost irgendwas. Almost Infinity oder so. Lass mich nachdenken. Ich weiß es auch nicht. Aber es war auch ein Titel, der wieder auf einer Comicserie basiert hat. Ah, okay. Ja, kann ja auch sein, was weiß ich, dass Infinity Gauntlet jetzt einfach nur der Work-in-Progress-Title ist, ist ja auch in Ordnung. Ne, also im Endeffekt spielt der Name nicht so die große Rolle, finde ich. Also wenn er jetzt nicht gerade irgendwie Avengers End of the Frühstücksei heißt. Also von daher. Avengers Forever. Ja, meinetwegen. End of Avengers Almost Forever. Ja. Und da hat Russo gesagt, der Titel ist schon zu 50% korrekt. Ja, könnte aber heißen, dass 50% heißt, dass nur Avengers korrekt ist. Ja, natürlich. Was denn sonst? Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es der letzte Teil wird. Teil 4 wird nicht der letzte sein. Da wird noch irgendwas anderes kommen. Ja, die Inhumans kommen ja danach noch, ne? Nee, die haben eine Serie. Aber selbst wenn, die verdienen damit so viel Geld, die werden das doch nicht nach Teil 4 irgendwie beenden. Nein, natürlich nicht. Auch schon angekündigt. Das MCU, die haben doch sogar schon gesagt, wenn das weiterhin so läuft, dann haben sie Potenzial bis 2029. Das also, ist cool. Ja, also bitte. Ich meine, Tom Holland hat doch auch schon für mehr Filme unterschrieben als nur das. Es wird auf jeden Fall noch ein weiterer Spidey kommen und auch noch ein dritter Spider-Man. Hat sich Holland verplappert sogar deswegen. Ja, eben, genau. So, und das sind natürlich genau solche Sachen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja sogar jetzt das geilste Gerücht über den Spider-Man Origins 2. Also, dass sie da reingeschrieben haben, Robert Downey Jr. will reprise his role as Iron Man, Chris Evans will reprise his role as Captain America and Vincent D'Onofrio will reprise his role as Kingpin. Ja. Und ich denke, wie geil ist das denn bitte, wenn man jetzt die Netflix-Serien mit denen verbindet, weil die ja scheinbar jetzt auf den Disney-Channel wechseln sollen, wenn die ihren eigenen Pay-Kanal haben. Und dann hat nämlich der, wie heißt der noch, Christoph Brünnborn oder wie heißt der Spinner, der die Netflix-Serien macht, der sich da immer querstellt? Ja. Das Brom? Ist der Brom nein, oder so nein, nicht? Nein, der T-Zone vom... Wie heißt der Blödsinn. Nein, das war der andere. Ich weiß, wen du meinst. Ja, und der stellt sich ja irgendwie immer quer. Und das Witzige war halt, dass Vincent D'Onofrio ein Mini-Interview ja gegeben hat. Und das hat er dann selber bei seinem Kanal getwittert. Und das ist wohl binnen so kurzer Zeit so viral gegangen bei allen Fans, dass jetzt halt alle da Druck auf ihn machen und gesagt haben, Alter, die Leute wollen es sehen. Hör jetzt auf zu mauern. Meinst du, ist das da nicht Hastings oder so ähnlich? Nee, irgendwas mit B. Bin mir fast sicher. Ja, ist auch egal. Ja, ist nicht so wichtig. Was ich gerne nochmal anbringen wollte, war, dass ich sehr davon überrascht war, wie gut ich Cumberbatch und, oder sagen wir besser, die Doctor Strange und Tony Stark zusammenfand. Also die beiden fand ich so cool, dann fingen die aber plötzlich an, sich irgendwie gegenseitig zu dissen. Entschuldigung, Dan Buckley gemeint. Ja, genau, der war es, Buckley, genau. Und der soll sich ja, glaube ich, immer glaube ich, quergestellt haben. Und da habe ich dann auch nur gedacht, Alter Junge, jetzt sehen wir zu hier. Was ist da los? Entschuldigung, Jens, was wolltest du sagen? Ich fand die beiden Schauspieler, also Cumberbatch und Downey Jr., fand ich ziemlich cool zusammen. Die haben gut zusammen agiert, auch in ihren Rollen halt. Aber dann kam das, dass die beiden sich irgendwo gedisst haben. Und irgendwie dachte ich mir, eigentlich ist sowas ja gar nicht verkehrt, aber zwischen den beiden passt das irgendwie nicht, weil Cumberbatch hat in seiner Rolle... Hätte ein Sherlock-Joke hergepasst. Irgendwie so, dass Tony Stark zu Cumberbatch sagt, no shit, Sherlock. Ja, das hätte natürlich gut gepasst, aber so nach dem Motto so, ach nee, es ist nur Höflichkeit unter Kollegen, dass ich ihn rette oder so. Ich hätte es cooler gefunden, weil die passen irgendwie gut zusammen. So nach dem Motto, gute Kumpels oder so. Vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Die haben sich ja gerade erst kennengelernt. Das sind aber, geile Sachen, Tiere.
sind beides Alpha-Tiere. Und genau deswegen dachte ich, passen sie eigentlich ziemlich gut zusammen. Naja. Das kommt halt immer drauf an. Und da geht's ja eben darum, so, ich meine, Downey Jr., also in dem Moment Iron Man, der hat natürlich seine Intelligenz und so weiter und so fort. Und das weiß Strange auch, aber er weiß halt einfach nicht, was so, noch so rumgeht. Deswegen kommt ja auch so, ihren Kosmos beschützen sie Komiker. Ja, das ist eben genauso der Punkt. Und er weiß, dass er in dem Moment überheblich ist. Ich denke aber auch, dass Strange halt eine Menge von sich selbst in ihm sieht und ihn deswegen auch nicht mag, weil es sein altes Selbst ist. Strange hat ja eine Entwicklung durchgemacht im Laufe der Zeit, die er da im Tempel verbracht hat. Und ich denke einfach, er sieht einfach in Tony Stark viel von seinem alten Ich. Das ist richtig. Also das habe ich mir auch gedacht, als ich Dr. Strange vor kurzem nochmal gesehen habe. Ich muss sagen, das ist somit einer meiner Lieblingsfilmcharaktere aus dem MCU geworden. Ich finde Cumberbatch einfach so einen verdammt geilen Schauspieler. Ich meine, klar, es war jetzt wieder ähnlich so die Rolle zu Sherlock oder aus Imitation Game, wieder so dieses Genie, was er ja schon immer wieder gespielt hat. Aber als dann so der Wechsel kam, als er zum Zauberer wurde, war das schon wieder was anderes. Ich find's unglaublich geil, wie wandelbar der Typ einfach ist. Ein hammergeiler Schauspieler. Das stimmt. ich fand auch die Szene mit Strange geil, wo er den, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, mit dem anderen Zauberer, wie heißt der? Marco? Ich meine von Thanos. Das weiß ich nicht. Ebony Maw. Genau, Ebony Maw. Die Szene fand ich auch richtig geil, weil das war ja wirklich so das böse Spiegelbild von Strange, ne, im Endeffekt. Ich fand auch die Lösung so geil. Ja, wie dieser uralte Film, wie das Alien gestorben ist. Ja. Fand ich so geil. Der Humor ist natürlich auch wieder was viele aufgeregt haben. Andere wiederum fanden es ziemlich geil. Ich muss schon gestehen, ja, es passte auch in diesem Film wieder super. Also die Mischung war wieder 1A. Wie auch immer sie das hinkriegen, es war wieder absolut genial. Alter, wenn du noch mal einen Mond auf mich wirfst, ne, dann hier total aus. So geil. So niemanden geil gehört, der sich irgendwie über den Humor beschwert hat. Da habe ich mehr Leute gehört, die sich bei Thor über den Humor beschwert haben, aber bei Avengers irgendwie. Da war der Humor auch wenig. Da muss ich ja Jens in diesem Falle zustimmen. Habe ich auch bei einigen gehört. Wirklich? Eck weniger. Ja, also es war bei mir auch so, dass es einige gab, also die mit denen ich jetzt so drinne war, die haben den alle gefeiert, weil wir natürlich dann Marvel-Fanboys sind und Fangirls. Aber ich habe schon einige gehabt, die sagten, bin ich eigentlich der Einzige, dem das so geht? Ich finde, das ist so deplatziert. Gerade dieser Guardians of the Galaxy-Humor, der jetzt da mit reinkommt, wozu und bla bla bla. Und ich meinte dann so, Mann, Alter, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, es muss nicht immer alles mega ernst die ganze Zeit sein, weil das auch unrealistisch ist, dass alle immer nur bitter und trübsinnig sind und oh scheiße und alle sind tot, oh, das ist blöd. Deswegen, und es kann auch mal solche Charaktere wie Drax geben, der dann da sitzt. Meine Bewegungen sind so langsam, dass man mich nicht mehr sehen kann. Das finde ich auch geil. Hammer dumm einfach nur. Und dann hi Drax, ach verdammt. So, ja. Das ist doch eine geile Szene, man. Das lockert das Ganze einfach mal auf. Und warum sollte denn nicht ein Charakter wie Drax auch ein bisschen doof sein? Da haben sie ja extra den James Gunn dazu geholt, ja. Die Russos, damit eben diese ganzen Szenen mit dem Humor bei den Guardians auch funktionieren. Ich fand den Humor sowieso, also ich fand den nicht deplatziert, ich fand den aber auch nicht so übertrieben wie bei Thor. Es war okay. Also der Film war ernster als so manch anderer Marvel-Film. Ja, sicher. War ja auch ein ernstes Thema. Richtig. Was wollte ich jetzt noch anmerken? What master are you serving? Should I say God now? I'm from Earth, I'm from Missouri. That's on Earth, you dipshit. Wie fandet ihr denn die Szene auf dem, wo Thor und Rocket nachher waren, auf diesen, ich weiß nicht mehr, was das war, diese Schmiede? Da ist ja auch ein ganz bekannter Schauspieler, der hat ja diesen Zwerg gespielt, ne? Ey, dass die den da reingebracht haben eben, das war irgendwie total, also das war total irgendwie super secret irgendwie. War eine totale Überraschung. Ich bin das voll angefeiert im Kino, dass da plötzlich Peter Dinklage als 3 Meter hoher Zwerg mitspielt. Ja, das war das sofort. Das Erste, als er das gesagt hat, habe ich nur gerufen, Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage. Weltklasse.
Ah, die Szene war auch großartig, die habe ich auch gefeiert. Ich fand auch das so geil mit den Händen. Ja, das, wobei, da war wieder der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, was Jens vorhin angemerkt hat, so von wegen so, ja, Thanos, dem tut das ja leid, wenn er Leute tötet oder so. Ja, eben nicht. Ich meine, der hat dem Zwerg die Hände verstümmelt, so. Ja, gut, es ist natürlich so, er ist natürlich auf eine Art auch schon irgendwo ein Krieger und auch natürlich ein Bastard. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Trotz, dass er Gefühle zeigen kann, ist er ein Batman. Na, und das ist nur einfach mal so. Dann muss er auch dementsprechend die Dinge nun mal so machen. Und dass er keine Skrupel hat, irgendjemanden zu töten oder so, das sieht man ja schon in den ersten Minuten. Dann wird er auch keine Skrupel haben, irgendjemanden irgendwie zu quälen oder zu verstümmeln. Ich meine, seine eigene Tochter mit Gamora quält er ja auch, um an den nächsten Stein zu kommen. Also von daher. Oder Nebula. Ja, nee, genau. Nebula hat er gequält. Ach so, genau, Entschuldigung, ja. Ja gut, und seine eigene Tochter schmeißt er da ja auch runter, oder Ziehtochter, in Form von Gamora, schmeißt er aber die Brüstung runter, um an den Stein zu kommen. Der Typ ist nun einmal skrupellos, aber halt ist eben... Nein, er ist nicht skrupellos, er hat ja geweint dabei. Wenn er skrupellos wäre, ist er einfach genommen und runtergeworfen. Ja, er hat seinen Plan verfolgt weiterhin und hat eben das kleinere Übel gewählt, um es zu durchzuziehen. Genau, kannst du eigentlich eher so sagen, der Typ hat einfach eine verquälte Wahrnehmung, ein verquertes Weltbild. Ja. Ja, definitiv. Sein Ziel ist wichtiger als seine Ziehtochter in dem Fall. Oder die Person, die er liebt. Genau. Übrigens, mir gefällt ja Chris Evans mit einem Bart ziemlich cool. Also die Weiterentwicklung, die er da als Captain America gemacht hat, finde ich auch gar nicht so schlecht. Anbei übrigens, ich glaube, dass er derjenige ist, der in Teil 4 sterben wird und auch wegbleiben wird. Dafür fand ich Scarlett Johansson mit blonden Haaren kacke. Das steht ja irgendwie nicht, finde ich, in der Rolle. Ja, das war die Anlehnung an die zweite Scarlett Witch, sag ich schon. Black Widow. Die zweite Black Widow, die es gegeben hat. Ja, und das finde ich auch bei ihr gerade in Ordnung, weil, wie gesagt, ne, es ist 2 Jahre her und sie wird ja immer wieder auf neue Missionen geschickt und muss halt andere Rollen annehmen und da muss sie dann eben auch manchmal anders aussehen, damit man sie nicht erkennt. Und das ist schon in Ordnung, finde ich, also gerade bei ihr, dass da immer das Outfit irgendwie wieder mal wechselt. Dabei ist Vision ein bisschen zu einem Jammerlappen verkommen. Ich meine, das haben wir ja schon gesehen, wo ist er nochmal aufgetreten? Avengers 2 war, glaube ich, der letzte Auftritt, ne? Wenn ich das so richtig sehe? Nee. Warte mal, Age of Ultron war dabei. Also, beziehungsweise, ja. Da ist er ja entstanden. War der beim Civil War nicht auch dabei? Ja. Doch, beim Civil War war er auch dabei. Ja. Finde ich nicht so prickelnd, ganz ehrlich gesagt. Klar, er hat den Stein im Kopf und macht da jetzt natürlich auch viel durch und versucht sich ja auch zu finden. Das ist ja auch soweit alles okay. Will sich auch opfern und alles, okay, geschenkt. Aber irgendwie, irgendetwas passte mir nicht so richtig. So dieses Verhalten eines Superman, aber dann doch irgendwie nicht die wirkliche Entschlossenheit dabei. Ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt. Ja, er wird halt menschlich. Ja, eben, oder er versucht es halt, ne, und es geht halt ein bisschen mehr in diese West Coast Avengers Comic Richtung. Genau. Wo er halt, seine Liebesgeschichte mit Wanda halt hat, mit der Scarlet Witch. Und, irgendwann, also das ist halt auch eine geile Anlehnung am Schluss, wo Thanos ihm ja den Stein letzten Endes rausreißt. Da, kriegt er ja dieses Graue, da wird er ja komplett grau und bricht zusammen. Und das ist witzigerweise dann auch später sein Outfit im Comic. Also er hat dann eine ganze Weile lang eben nur genau diese graue Haut, lebt aber trotzdem. Hm. War halt aber damals, glaube ich, nicht der gleiche wie vorher, wenn ich mir das richtig im Kopf habe. Genau. Die Szene war auch ziemlich geil, ne? Wo Thor nachher mit diesem Thanos-Töter, nenne ich es mal, diese Axt da ankommt und dann sticht er ihm in die Brust und dann beim nächsten Mal trifft den Kopf. Dann ist mal die Zeit next zurückgedreht. Time you aim for the head. Großartig. Aber dieser Zeitstein scheint mit seine... Yeah? Der Hammer heißt Stormbreaker. Stormbreaker, genau. No. Ja. Oder Sturmbrecher, sagt Dinklage, glaube ich, im Deutschen. Sturmbrecher. Aber warum eigentlich jetzt eine Axt? Habe ich nicht verstanden. Ja, es ist ja halb Hammer, halb Axt. Ne? Okay, Stormbreaker ist, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Ultimate-Universum. Und das mischen sie dann ja auch ganz gerne. Das ist
Also da wird es mehr benutzt. Ich meine, den gab es schon in den 80ern zwar, aber ich glaube, im Ultimate-Universum, glaube ich, hält er den jetzt. War nicht Stormbreaker der Hammer von Beta Ray Bill? Ja, genau, von Beta Ray Bill in den 80ern, genau. Weil das war ja eben so eine Mischung aus Axt und Hammer, so eine ganz eigene Form. Richtig, und ich meine aber, dass er jetzt im Ultimate-Universum den hält. Das habe ich nicht mehr so mitbekommen. Ja, wie gesagt, also da fehlt mir beim Ultimate habe ich auch viele Lücken. Also muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es ist ja auch ein Fass ohne Boden. Ne? Also. Naja, also ich habe den Namen. Das Erste, was mir in den Kopf kam, und dann ist es eben Battery Bill, wie er ihn genannt hat. Ja. Battery Bill, den wir bei Thor 3 Ragnarök gesehen haben am Turm der Pferdejockel. Genau. Was ich aber nur vor die Szene mit Wanda und Vision erwähnt hast, da gab's ja, hier stehen sie in Edinburgh vor so einem Shop oder vor so einem Lokal und ich habe das Schild, was man im Hintergrund sieht, so abgefeiert. Und viele Leute haben das einfach übersehen anscheinend. Da gibt's ein Schild, auf dem steht "We deep fry your kebab" und drunter ein Bild von einem Kebab. Und das ist einfach so typisch schottisch irgendwie. Ja. Und das Geile ist, dieses Eck, wo sie stehen, das gibt's ja wirklich, das haben sie ja nachgebaut fürs Studio. Aber das Schild gibt es anscheinend nicht dort. Aber trotzdem, die ganzen Schotten, die Fans, die das gesehen haben, die Schottischen, feiern das ziemlich ab im Internet. Weil man da alles immer frittiert? Ja. Ah, okay. Aber es ist so geil, ich habe das gesehen, ich habe so lachen müssen im Kino und habe gedacht, das gibt's doch nicht, sieht das keiner? Ich habe das aber auch nicht gesehen. Das ist genau hinter Wanda, ziemlich groß, ein gelbes Schild. We deep fry your kebab. Nee, ich weiß, wo das Schild hängt. Da ist auch eine schottische Flagge drunter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ja, aber ich habe den Witz dahinter, der went over my head scheinbar. Also, ja, das ist so ein typischer kultureller Anspielung auf Schottland gewesen. Einfach. Ach so, okay. Weil ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in Schottland war und fragte zu einem Eingeborenen von Freunden und sagt, ich möchte irgendwas typisch schottisches essen, der bringt mich zu einem Lokal, wo es ein Double Fried Mars Bar gibt, wo ich mir denke, ach du Gott, scheiße. Ich habe irgendwas wie Haggis oder so erwartet, aber nein, er bringt einen Marsriegel. Doppelt frittierten Marsriegel. Ah, lecker, dick. Habe ich schon mal gegessen mit Snickers, haben wir mal selber gemacht. Snickers ist extrem geil gewesen, das habe ich auch noch bekommen. Ah, lecker. Alter, da bist du Diabetiker instant geworden. Ja. Das machen wir immer. Wir machen ja einmal im Jahr widerlich eklig I-Wochenende, wo du ja nur naschen darfst. Du darfst nichts Gesundes essen. Also das heißt, du darfst nur Süßigkeiten oder Chips essen. Das machen wir immer einmal pro Jahr. Da haben wir das mal. Jetzt muss man mindestens mit Zucker überzogen sein. Ja, so ungefähr. Und da haben wir das zum Schluss gemacht. Und da habe ich den Teig zugemacht und dann eben am Schluss, die frierst du dann ein, weil sonst schmelzen sie dir ja weg. Und dann hast du den eingefroren im Teig, dann frittierst du den und dann kommt noch Puderzucker oben drüber. So, instant 1000 Kalorien, geil. Verdammte Scheiße. Du konntest so eine ganze Armee damit ernähren. Ja, dick lecker. Eben, und das war eben diese Anspielung drauf, wie deep fry your kebab. Ich fand das lustig. Bei der Szene in Schlacht um Wakanda, habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass T'Challa da sagt, Wakanda über alles? Ja. Wakanda forever. Sehr schön. Ja. Tötet ihn, er sei Nazi. Ja, das fand ich auch sehr geil. Vor allen Dingen irgendwie, wo er dann so sagt, öffnet Sektor 17 oder was da. Und dann so, was? Ja, Sektor 17 öffnen. Und dann irgendwie so geil, wie dann irgendwie Black Panther und Cap erstmal vorwegrennen, weil sie natürlich schneller sind als alle anderen durch ihre Fähigkeiten. Aber die geilste Szene ist einfach, wie dann erstmal so, dann die killen so ein paar und die killen so ein paar und dann kommt irgendwie noch Falcon an und schießt so ein paar mit seinen Dings ab und dann kommt einfach Rhodey, War Machine, und schießt alles nach. Voll übertrieben wieder. Ich habe mich so weggeschmissen. Das war so geil. War Machine dreht einfach wieder nur durch. Ich fand ja auch Bruce Banner in dem Hulk. In dem Anzug so geil. Ja, wobei ich da sagen muss, das ist eine der, da ist am Ende eins der schlimmsten CGI-Verbrechen, wo sie da am Ende alle stehen im Wald und dann dieser Banner-Kopf da so billig reingesetzt ist. Das sieht so scheiße aus. Da habe ich echt gedacht, alle Leute, das hättet ihr echt nochmal überarbeiten können. Gerade beim zweiten Mal gucken, weil beim ersten Mal habe ich es nur so kurz gesehen und dann dachte ich, das sah ja aus wie das Walking Dead-Reh. Dann habe ich es nochmal geguckt und habe echt gedacht, boah, also der Effekt, ey, der ist euch irgendwie durch die Lappen gegangen. Ich würde interessieren, ob sie den Hulk, der ja im Trailer zu sehen war, nur rein als Promotional-Zwecke reingeben haben, oder um die Leute irre zu führen, oder ob sie wirklich dann während den Dreharbeiten draufkommen sind, so,
Eigentlich könnte Hulk ja Angst haben. Tauschen wir ihn gegen Banner aus. Angeblich war es nur promotional. Oder es ist gar ein Shot für Avengers 4 schon. Ja, das wäre natürlich das auch. Kann auch sein. Wobei das auch eine gute Anlehnung an den Comics war, ne? Weil in den Comics weigert sich Hulk ja auch erst, gegen Thanos in den Krieg zu ziehen, ne? Weil er kommt ja dann auch erst im Infinity Gauntlet dazu und sagt, okay, gut, wenn es nicht anders geht, helfe ich euch halt. Genau. Ja, aber warum nicht? Ne? Also ich meine, es ist ja noch der kindliche Hulk. Und genau. Der hat halt einfach einen Konflikt mit Banner, der hat keinen Bock auf ihn und das andere ist natürlich dann eben auch, dass er eben auch weiß, okay, der hat echt auf die Omme bekommen und das hat ihm nicht gefallen, also nein. Ja, vielleicht haben wir schon Professor Hulk im nächsten Film. Vielleicht haben wir auch Mr. Fixit. Obwohl er ja auch in Thor 3 von Thor ziemlich eins aufs Maul gekriegt hat. Ja, aber das ist natürlich eine andere Wucht dahinter, als wenn der jemand mit dem Powerstone auf die Fresse haut oder ob der jetzt ein Gott einen auf die Fresse haut, das ist schon ein Unterschied, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Und bei den Spielen wusste Hulk vielleicht auch, dass er dann nicht so komplett in Gefahr ist, ne? Letztendlich wurde Thor dann ja ausgeschaltet durch den Grandmaster. Thor like fire, but Hulk like raging. Weil das fand ich auch eine geile Referenz, ne? Wo halt Thanos diese falsche Realität erzeugt hatte, wo er den Collector schlägt, genau. Da sagt er ja auch, ja, du würdest sogar deinen eigenen Bruder verkaufen. Das fand ich ja auch eine nette Referenz, ne? Weil ich denke mal, das hat auch auf den Grandmaster angespielt, ne? Ja, wobei sie ja im Comic eigentlich keine Brüder sind, ne? Sind die im Comic keine? Nee, die gehören zu so einer Gruppe von Elder. Und die nennen sich vielleicht Brüder, sind aber keine genetischen Brüder. Das ist in einem Cartoon wird das aufgegriffen, da sind sie dann Brüder. Aber das sind sie im Comic eigentlich nicht. Okay. Da gehören halt mehrere Leute dazu, zu diesen ganzen Elder-Figuren. Da war dann auch hier, wie hieß der noch, der Pfeifenwichs, der da Gold, der ganz Gold war. Ich komme noch drauf. Ich sag's dann immer. Tennelin Tivan ist der Collector. Ist der jetzt eigentlich tot oder wie darf man das verstehen? Ich denke, dass er tot ist. Er ist tot. Können wir zumindest von ausgehen. Ja, wobei glaube, bei Marvel oder bei DC wäre es schon wirklich für immer tot. Ja, aber ich glaube nicht, dass der freiwillig den Äther rausgerückt hätte. Ah, kommt drauf an, ne? Meinst du mit den richtigen Argumenten? Ja, ich wollte gerade sagen, kommt drauf an, wer fragt. Und er ist ja auch nicht dumm. Also ich meine, er wird ja auch einer sein, der dann in dem Moment irgendwie, sagen wir mal, ausrechnen kann, wie groß sind meine Chancen in dieser Nummer hier, also von daher. Das war übrigens auch eine geile Referenz, ich weiß nicht, ob ihr die erkannt habt, als Thanos nachher den Reality Stone eingesetzt hat, wo er dann Drax so zerteilt hat und Mantis in diese Scheibchen geschnitten wurde, das kommt auch im Infinity Gauntlet vor, so eine ähnliche Szene. Ja, mit anderen Charakteren aber. Genau, richtig, und das fand ich richtig geil. Der Runner heißt er. Der Runner. Ja. Ja, also das sind halt, die Elders of the Universe und da sind halt ganz viele irgendwie mit drin. Da ist auch der Architect noch mit drin und Father Time und sowas, ne? Und die sind halt alle irgendwie zusammen in dieser Nummer. Und ich glaube, die nennen sich dann manchmal so, nennen sich sozusagen Brüder, sind aber keine tatsächlichen Brüder. Also es gibt, glaube ich, bei dem Grandmaster tatsächlich nur eine Tochter, die wirklich von ihm abstammt. Okay. Nee, das mit den Brüdern kenne ich auch so, dass sie halt nur sich nur bezeichnen als Brüdern. Ja, und ich meine, es gibt aber momentan einen Cartoon und es kann sogar sein, dass es der Cartoon von den Guardians ist, der ja vor kurzem lief. Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass der Grandmaster und der Collector Brüder sind in dieser Cartoon-Serie. Und ich glaube, da kriegen sie sich dann in die Haare, weil der Grandmaster immer alles verscherbelt und der Collector sich immer drüber aufregt, weil er ja alles behalten will. Was ich mal fragen wollte ist, was glaubt ihr denn, was jetzt noch so für großartige Comic-Helden jetzt kommen werden? Ich meine, wir haben die Post-Credit-Scene gesehen. Können wir das mal kurz beiseite schieben? Ja, klar. Weil ich wollte noch, eine Sache wollte ich nämlich noch anmerken, was ich eigentlich ziemlich, verwirrend ist das falsche Wort, aber ich fand es halt komisch, als er mich nachher Thanos mit dem Finger geschnippt hat und seinen Plan halt quasi umgesetzt hat, fand ich das komisch, dass wirklich alle neuen Avengers verschwunden sind und nur, dass die alten übrig geblieben sind. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass im Endeffekt nur die alten plus Rocket überblieben. Ja, aber ich glaube, das wollten sie auch so zeigen, weil das dann die Original Avengers sind. Denn jetzt hast du sozusagen genau die originale Bande zusammen, wie sie nämlich gewesen ist, auch mit inklusive Ant-Man.
Das sind ja tatsächlich die Oldschooler, die du dann halt einfach hast. Von den Guardians ist ja auch nur Rocket übrig geblieben. Mhm. Wo du gerade Ant-Man erwähnst, ich finde das ja spannend, weil er kam ja in dem Film nicht vor. Also ich habe ja eine Vermutung. Ich vermute mal, dass er in dem Film in den Mikroraum reisen wird, um halt die Frau von Pym zu befreien. Vermute ich jetzt mal. Mhm. Und ich glaube, dass er deswegen davon nicht betroffen ist. Ja, sie haben es im Film schon ja gesagt im Trailer, dass es in den Quantum Realm gehen wird. Aber ich nehme auch, dass es teilweise mit dem zu tun hat, dass er sich gerade dort befindet, während diese Ereignisse gerade passieren. Was ich mir höchstens vorstelle, Hawkeye war ja auch nicht dabei. Ja, wollte ich gerade anmerken. Was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass Hawkeye mit seiner Frau irgendwie am Küchentisch sitzt und dann verschwindet seine Familie. Und dann denkt er sich so, what? Und dann wird er zu Ronin, oder ja, wie? Ja, klar. Das ist ja immer noch ein Gerücht, das stark kursiert und warum auch nicht. Ja, die Setfotos gibt's ja, wo er diese Shin Guards trägt. Siehst du? Das passt auch. Also da gibt's ja vieles. Ich denke auch bei Ant-Man und Wasp wird's auch dann darauf hinauslaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der parallel zum Infinity War spielt. Mhm. Das denke ich nämlich auch. Weil der Knaller wäre ja, wenn er dann wirklich die Frau von Pym findet. Die sind gerade raus aus dem Mikroraum und dann verschwindet die Frau von Pym wieder. Pym! Pym, genau. Ja, ich habe ja schon gesagt, jetzt wir gucken ja gerade Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5. Sind wir jetzt bei Folge 18? Ja, die ersten 10 Folgen, Alter, die kannst du vorspulen, die sind so beschissen. Aber ab Folge 11 wird's wieder richtig cool. Und ich habe schon gesagt, so ganz am Schluss, ich sehe das schon irgendwie kommen, gerade irgendwie alles gut mit Coulson und Daisy und dann löst sich Daisy auf. Und ich hoffe, geht es nicht auf den End-of-Earth-Konflikt zu irgendwie? Ja, doch. Der ist ja mit dabei, ja, klar. Klär mich mal kurz auf, weil ich habe Agent of S.H.I.E.L.D. nicht komplett verfolgt. Coulson, ist der nicht tot? Nein. Das Witzige, im Filmuniversum ist er nicht tot, ist er tot, das hat Joss Whedon sogar selbst gesagt, er wird ihn nicht wieder zurückholen, weil es macht keinen Sinn, aber im Serienuniversum lebt er noch, und zwar wurde er halt mit Hilfe von Kree-Technologie wiederbelebt. Ja. Ach so, okay. Ja. Also selber... Was er selber ja nicht wusste lange Zeit, dass es wie er wieder belebt wurde. Bis er eben draufkommt, dass eben in ihm Kree DNA steckt. Ja. Okay, Jens, was wolltest du für ihn anmerken? Ja, was ihr jetzt glaubt, was jetzt als nächstes für noch neue Superhelden kommen. Ich meine, es gibt ja die Post-Credit-Scene, die ja schon anteast, was in Teil 4 kommen wird. Auch eine geile Szene, ne? Scheiße! Oh, und jetzt pass auf, das Allerbeste. Also erstmal bei uns, kam das Symbol und es war total niedlich, dass dann hinten eine dann aufgestanden, weil ich habe erstmals wollten schon wieder Leute gehen und ich hing ja da sitzen, so, ja. Und dann haben die sich wieder hingesetzt, so, und ich meinte dann, Alter, es ist ein Marvel-Film, es kommt immer nach dem Abspann noch eine Szene. Und die dann so, ja, danke, und dann ist hinten eine aufgestanden und meinte, kann mir das mal einer von da vorne erklären? Und ich dann so, ja, es geht dabei um Captain Marvel. Und dann irgendwie einer von den Teenies, wer ist ein Captain Marvel? Und ich dann so, das ist eine Sie. Und der kommt im nächsten Film. Guck einfach den Film. So, ich will dir jetzt nicht alle Comics erklären müssen. So, und dann, aber bei Melina, also meine Freundin, die hat ihn nämlich in Flensburg geguckt, weil sie ja währenddessen zur Uni musste. Und deswegen, ich habe ihn hier auf Sylt geguckt und sie eben in Flensburg. Und da kam das Allerbeste, der größte Fail ever. Sie sitzt da und vorne links kommt, du siehst das Zeichen von Captain Marvel auf dem Bleeper und der Typ schreit, geil, Wonder Woman! Ich hab's gedacht. Und sie nur, fail! Ich hab's mir gerade schon gedacht, als du so angesetzt hast, ich hab's mir fast gedacht. Ja. Aber das erinnert mich so, wie ich mit Black Panther gesehen habe und dann nachher diese After-Credit-Scene mit dem Winter Soldier, mit Bucky war eben. Und diese Anspielung auf den White Wolf. Oh, ja. Glaubst du, er wird White Wolf oder nicht? Ja, warum nicht? Oder war das einfach nur ein Gimmick, das sie drin haben? Nee, das glaube ich schon. Also, dass sie ihn Weißen Wolf nennen, doch, warum denn nicht? Da jedenfalls war ganz witzig, wie diese Szene vorbei war und vor mir so vier Leute sitzen und der eine zum anderen sagt, oder drei Leute sich zu einem umdrehen und sagen, wer war denn das? Und er, ja, keine Ahnung. Das muss so ein ganz unwichtiger Neben-Avenger gewesen sein. Ich erkenne ihn überhaupt nicht. Alter, was ist da vorne los? Ja. Ich so, das ist der Winter Soldier. Und alle vier Leute, oh, den haben wir noch nicht gesehen. Ja, genau. Aber so geil so, ja, das ist einer von den Unwichtigen. Keine Ahnung, warum der da ist. Der hatte nur einen ganzen Film. Aber okay, ja, tschüss. Das war so geil. Ach, haben wir doof. Ist unter sich. Ja, aber wirklich.
Fehlt eigentlich noch unser beliebtes Spiel. Habt ihr Stan Lee gefunden? Natürlich. Selbstverständlich. Der Busfahrer. Der Busfahrer. Jens hat zwei Versuche gebraucht, aber er hat ihn dann gehabt. Habe ich auch gehört. Haben wir noch nie einen Alien gesehen? Ja, ist auch geil. Ist das eigentlich jetzt bestätigt, dass er einer der Watcher sein soll? Im Prinzip ja, durch Guardians. Ja. Ich meine, ja, ob er jetzt wirklich einer von den richtigen Watcher ist, weil er sitzt ja doch mit Raumanzug dort. Ja, aber das können ja auch verschiedene Leute sein, ne? Und ja, eben. Klar kann er dann auch vielleicht da rein switchen, so Matrix-mäßig. Ob es das wirklich, ja, also ob das wirklich voll Kanon ist, bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das nur ein Gag war, aber ja. Also war es nicht sogar Feige, der gesagt hat, ja, er gehört jetzt offiziell im MCU zu den Watchern? Ich würde es geil finden, ich bin mir jetzt aber noch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Musst du vielleicht mal hinterher nach dem Ding mal nachgoogeln. Ich meine, es gab ein Interview, wo sie es gesagt haben. Also ich fände es gar nicht so schlecht und es würde ja auch Sinn machen. Ich meine, man muss es eigentlich muss man es ja nicht wirklich erklären, dann sind es halt eben verschiedene Charaktere. Du hast aber recht, Feige hat es bestätigt. Ja, ne? Also, ja, super gut. Stand the Man. Ach übrigens, also wenn man die dazu zählen möchte, eigentlich hat noch Nebula überlebt bei den Guardians. Das stimmt. Aber sie gehörte ja nicht wirklich zu den Guardians. Also sie ist ein Nebencharakter bei den Guardians, aber sie gehört nicht direkt dazu, finde ich zumindest. Also dafür haben sich Gamora und sie auch zu sehr in den Haaren gehabt irgendwie. Also für mich sind die Guardians wirklich die auf dem Schiff waren die ganze Zeit und eben zusammen rumgeflogen sind. Da bin ich ja auch mal gespannt. Im Infinity Gauntlet hat CG auch kurz mal den Handschuh. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie das im Film umsetzen würden, aber mal gucken, was sie aus dem Charakter noch machen. Ja, und vor allen Dingen, sie hatten ihn ja schon, ne? Das haben wir jetzt ja eigentlich auch übersprungen, so den Kampf gegen Thanos, ne? Stimmt. Der war ja auch sehr geil in Szene gesetzt, muss man einfach mal sagen. Und haben ihn gerade irgendwie, und dann ist Star-Lord so ein Idiot einfach, ne? Weißt du, was das Geilste war? Neben mir sitzt ein Kind und fragt, warum schneiden sie nicht einfach den Arm ab? Das hat doch der vorhin schon gemacht. Wong, genau. Ja, der dem Black Dwarf den Arm. Ja, und verdammte Scheiße, was ist mit Wong? Einfach so, oh, Scheiße, ich muss weg. Ja, da weißt du auch noch nicht, ob er sich aufgelöst hat oder nicht. Weil stimmt. Ja, aber was glaubt ihr denn, wer da noch kommen kann? Wir wissen auch nicht, ob sich Pepper Potts aufgelöst hat. Es gibt ja noch genügend Nebencharaktere, von denen wir es nicht wissen. Ja, und plötzlich kommt sie in der Rescue-Armor. Und die Frage ist ja auch, wie Tony Stark von dem Planeten wieder runterkommt. Ne? Ja. Na gut, da liegt genug Schrott rum. Wahrscheinlich wird er sich irgendwas zusammenbasteln. Oh, da ruft sich ein Uber. Ja, sehr gut. Nein, du meintest jetzt, wer noch kommen wird. Ja, also obviously Captain Marvel. Ja, klar. Dann gehe ich ganz stark davon aus, dass irgendwann angefangen wird, weil es gibt ja jetzt schon die Neudrehs zu den X-Men etc., die sie jetzt ja auch weiter nach hinten verschoben haben. Und ich glaube, diese Neudrehs haben damit zu tun, dass man sie irgendwie mit in das andere Universum einführt. Und das zum Ende hin, dass sie irgendwie auf irgendwelche Leute treffen, wahrscheinlich auf die Avengers. Und da könnte ich mir sehr gut X-Men vs. Avengers vorstellen. Der typische Marvel, was wir ja hier in diesem Fall auch haben, das typische Marvel Missverständnis, ne? Was? Ihr kämpft gegen Thanos? Wir kämpfen auch gegen Thanos. So, was sie auch wieder super in Szene gesetzt haben, ne? Soll ich jetzt Gott sagen? Ne? Also das ist eben genau das. Also und ich könnte mir das gut vorstellen, dass es also dann auch mal Avengers gegen X-Men geben wird. Und da wäre dann natürlich ein perfekter Gegner entweder Onslaught oder ich kann mir auch ganz gut endlich mal eine richtige Verfilmung von einem großen lila Mann vorstellen, der seinen Surfer vorwegstellt. Also, von daher, da gibt es so einiges. Du hast was gegen die Wolke? Ja, nichts, was hilft. Also das wäre natürlich auch was, wenn Galactus dann auch auftaucht. Und natürlich, wenn Galactus auftaucht, will ich dann irgendwann sehen, wenn sie dann auf ihn einprügeln etc. und er immer noch nicht fällt, dann holen sie einen Wissenschaftler und dann heißt es zur Seite, it's clobbering time. Genau das müssen sie natürlich jetzt gerade biegen, ne? Also das muss alles noch gemacht werden. So, Fantastic Four müssen mit dazu. Das muss alles noch gehen und da geht noch so einiges dann. Obwohl ich hoffe, wenn sie wirklich die X-Men dazu packen, dass es ein Reboot wird. Ich will nicht das alte Franchise damit drin haben. Weil du wirst Hugh Jackman nicht mehr dazu kriegen, der ist einfach nur mal der Dreh- und Angelpunkt.
Ich finde, das Ding hat sich auch auserzählt. Ja, weiß nicht. Ja, ich meine, es kommt ja nun drauf an. Ne? Hugh Jackman hat ja nun in einem Interview selber gesagt, dass er gerne nochmal mitspielen will, wenn es gegen den Hulk geht. Oder so gegen Deadpool, hat er doch auch mal gesagt, meine ich, oder? Ja, eben. Ja, und da würde ja auch passen. Der ist ja im gleichen Universum wie die X-Men. So. Und da wäre ja genau der Punkt. So, da würde sich ja Avengers gegen X-Men bestens anbieten. Ich weiß nicht, es ist ein zu großer Bruch, zu viele Fragen einfach, die zwischen den Filmen schon gekommen sind. Selbst einzelne Filme haben irgendwie viel mehr Fragen aufgeworfen und dann wurde das Ganze durch verschiedene Zeitreisen wieder durcheinander gebracht und dann, ich weiß nicht. Jens, du hast es nicht verstanden. So wird's sein. Ja, ein paar natürlich tatsächlich, ne? Also das ist ja durch diesen ganzen First Class Quatsch gekommen, dass zum Beispiel irgendwie in Xavier Mystique schon seit seiner Jugend kennt, aber plötzlich bei X-Men 1, 2 und 3 scheinbar gar nicht. Also das sind natürlich solche Sachen, die nie wirklich bereinigt wurden. Da müsste man vielleicht mal einen Kurt Busiek hinsetzen, der das dann mit seinen gelben Seiten gerade biegt. Das hat er ja auch mit ihm jahrelang getan, aber das könnte man natürlich auch theoretisch machen. Da müsste man dann eben gucken. Die Frage ist halt nur, ob sich das MCU das aufladen will, was andere Leute verbockt haben, gerade zu biegen. Na, ich finde, man sollte das Ganze einfach von vorne machen und Ende. Ja, muss man halt gucken, ne? Aber dann brauchst du auch wieder neue Schauspieler, brauchst einen neuen Cast und das kann natürlich auch, da können natürlich auch viele Fans dann sagen, oh komm Leute, wir haben gerade irgendwie alle möglichen X-Men, was soll's. Das ist hier nicht nur ein Schauspieler, der da gewechselt werden muss, wie der Andrew Garfield, ne? Sondern das sind dann ja schon diverse. Also da müsste man natürlich gucken. Ach ja, und dann glaube ich natürlich noch, dass Kraven der Jäger kommen wird, weil der wird stark gerüchtet als neuer Gegner für den nächsten Spider-Man und das würde ich natürlich sehr cool finden und da ist eben das andere Gerücht, das im Hintergrund halt steht, wer finanziert diese Leute eigentlich alle und da steht dann halt wohl Wilson Fisk hinter, also der Kingpin. Und der wird dann gar nicht so direkt kommen, sondern erstmal nur angeteased. Und das hätte schon was, so wenn er dann, wenn man am Schluss von Spider-Man Homecoming 2 einfach nur so Wilson Fisk in dem Hochhaus sieht, weißt du, wie er da aus dem Fenster guckt oder so und sich die Stadt ansieht und dann irgendwie nur einmal tief einatmet, das wäre schon mächtig genug einfach. Definitiv, würde ich auch feiern. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der Bewertung des Films und da übergebe ich das Wort dem Jens. Ja, also ich würde schon ziemlich kurz machen, ich wäre schon geneigt, dem weit in den 90er-Bereich was zu geben, aber man muss ja immer noch gucken, wie der nächste wird, deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich denke, dass der zweite Teil noch geiler werden könnte. Ist definitiv bisher der beste aus dem MCU, da will ich gar nichts sagen. Ja, was gibt man ihm? Ich gebe ihm 95%. Okay. Gordon, deine Meinung? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich schließe mich der Wertung da mal an mit 95%. Liegt ganz einfach daran, dass man so viele Charaktere hier zusammenführt. Jeder kriegt seinen Auftritt. Ich meine, alleine die U-Bahn-Szene mit Captain America, die ist der Hammer. Ja, also besser kannst du ihn nicht in Szene setzen. Das ist einfach nur gut, wie der Speer geworfen wird. Er fängt ihn auf und in dem Moment geht das Avengers-Theme los. Es geht nicht besser. So, das ist halt einfach das, was echt awesome ist an dem Film. Und da muss man einfach sehen, was da eigentlich gemacht wurde. Dass natürlich viele dann jammern und sagen, ah, der Film kann irgendwie nicht mehr alleine stehen und bla bla bla. Ja, okay, mag sicherlich sein. So, klar, der kann nicht komplett alleine stehen, weil man dann viele Sachen einfach nicht versteht. Und ich habe auch viele Leute mit P im Gesicht gesehen. Aber das ist mir mittlerweile scheißegal, weil ein Star Wars 8 auch nicht alleine stehen kann und trotzdem gucken den alle Leute und etliche Fortsetzungen können nicht alleine stehen, ohne die Hintergrundgeschichte zu kennen. Ja, selbst ein Freitag der 13. Teil 6 kann nicht alleine stehen, theoretisch. Und damit muss man halt heutzutage klarkommen. Und wenn dann die Leute sagen, nee, also damit will ich nicht anfangen. Klar, ich kenne auch ein paar Leute, die nie damit angefangen haben. Und dann sagst du denen, ja, was muss ich denn dafür gucken? Ja, dann guckst du den und 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 den und den und den. Und dann sitzen sie da, was, ich muss erstmal 15 Filme vorweg gucken? Ja, Junge, du musst auch 10 Jahre aufholen. So, ja. Was übrigens auch sehr geil war am Anfang, als bei Marvel Studios das I.O. zu einer 10 wurde. Awesome. So. Feige hat das extra erwähnt in meinem Interview, wie stolz er drauf ist, dass das schon 10 Jahre läuft. Ja, und das ist auch einfach so.
Und seien wir ehrlich, es gibt keine Konkurrenz dazu. Man selbst, der große Comic-Konkurrent DC, kriegt es nicht hin wegen Warner, weil die zu dämlich sind. So, die kriegen es nicht hin. Und weil alle irgendwie glauben, ja, oh mein Gott, die haben ein Franchise aufgebaut, müssen wir das jetzt auch. Und alles das, was sie in 10 Jahren aufgebaut haben, müssen wir in 3 schaffen. Und natürlich funktioniert das nicht, weil dann nämlich gar keine Charaktere etabliert sind und andere Sachen nicht funktionieren. Und wann haben wir denn mal ein Comic-Universum gehabt, das in sich so geschlossen und so kongruent ist, ineinander übergreift und fast keine Lücken offen lässt? Das hat es so gut wie nie gegeben. Und Jens hat ja gerade das beste Beispiel gegeben mit X-Men und den neuen X-Men-Teilen. Da sind so viele Lücken offen. Zeig mir diese ganzen Lücken im jetzigen Universum. Da wirst du nicht viele finden. Und dann, wenn dann schon solche Lücken kamen wie, Thanos hat ja den Handschuh schon, warum steht er denn bei Thor unten? Wird das mal kurz geschlossen mit, Attrappe. Und jedem von den Nörglern wird damit schön der Stinkefinger direkt ins Gesicht gehalten, weil Hela das in einem Satz macht. Wie geil ist das bitte? Das ist einfach nur awesome. So. Am Anfang hieß es ja noch, dass du ja für die linke Hand und für die rechte Hand jeweils einen Handschuh hast. Ja, genau. So, und so war es doch noch viel witziger. Ja, einfach so den Leuten einfach schön den Mittelfinger gezeigt. So. Und das war's. Ja, siehst du, so hat sich das erledigt. Und jetzt hast du einfach einen Film, wo der Bad Guy auch noch klar in Szene gesetzt ist, seinen eigenen Anteil hat. Alle anderen werden gut in Szene gesetzt in dem Film. Kriegen alle ihre richtige Zeit. Und dass du das überhaupt hinbekommst, dass so viele Charaktere, wie viele Charaktere hatten wir jetzt da drin? 50? Alle ihre Zeit haben, alle ihren Stil haben, alle irgendwie mit untergebracht werden, das musst du überhaupt erstmal schaffen. Und da siehst du halt einfach, wie gut Marvel aufgestellt ist, wie sinnvoll Disney agiert hat, zu sagen, weißt du was, Kevin, du machst uns Millionen oder teilweise Milliarden Filme, wo der Film jetzt schon ist, nach wie vielen Tagen? 10? Hat er schon 1,1 Milliarden irgendwie weltweit eingespielt, nach 10 Tagen? So, mach einfach, was du willst, du machst das schon. Und er holt sich dann die Leute, die damals daran mitgearbeitet haben oder eben auch Teil, wird beraten. Sie denken sich ein paar neue Ideen aus für die Filme, was auch in Ordnung so ist. Und da sehe ich auch überhaupt kein Problem da drin, wenn dann einige Comic-Puristen rumjammern, oh, im Comic war es anders. Ja, das hier ist ein Film. Live with it. So, und das musst du erstmal hinbekommen. Und so ein Universum nochmal zu bekommen, wird verdammt schwer. Deswegen 95%. Dass sie ja teilweise schon das Comic-Universum ans Film-Universum anpasst, zeigt ja schon, wie gut sie es gemacht haben. Richtig. Bevor jetzt der nächste übergeht, würde ich gerne mal, vielleicht kann man, ich finde es gerade auch ein bisschen witzig, wir sind ja jetzt aktuell, gerade bevor wir weiterreden, bei 95%. Die Kritiker geben auf Moviepilot 71%. Und die Community insgesamt bei 1346 Bewertungen 82%. Das sind ja, Moviepilot sind Vollidioten. So. Ich würde was sagen, Rotten Tomatoes sagt 84%, Critical Rate und Audience Score 92%. Ja, guck mal. Also Rotten Tomatoes ist da schon eher für mich ein Maßstab als Moviepilot. Ja. Okay, Christoph, deine Bewertung. Meine Bewertung sind 5 von 6 Infinity Stones, also auch 95%. Ich habe einfach mehr haben wollen nach dem Film. Ja. Und das ist schon ein gutes Zeichen, mir ist nie fad gewesen. Ich liebe es, diese letzte Szene, wie sie einfach so 1:1 gefasst aus den Comic-Seiten genommen wurde, wie Thanos in seiner Hütte sitzt nach einem harten Arbeitstag, ja, erschöpft und zufrieden über das Feld schaut, wie aus den Comic damals entnommen. Ja. Das stimmt. So geil gemacht. Und natürlich der Abschluss noch mit Nick Fury. So eine Scheiße! Awesome! Ja, ich habe das auch so abgefeiert, weil ja Captain Marvel ja in den 90ern spielen soll und dann haben sie, was haben sie, um sie zu rufen? Einen Pager. Ja. So geil. Einen Dimensionspager wahrscheinlich, Universumspager, so wie er aussah. Nein, also für mich war das echt on top, wirklich, die Pointen haben gepasst, die Charaktere haben gepasst, die Russos waren einfach nur gut, wie sie das gemacht haben. Nee, ich denke mal, Captain Marvel wird erstmal eine Rückblendengeschichte sein, so wie bei Cap. Hoffentlich. Ja, ja, es wird. Spielt in den 90er. Ja, und Phil Coulson ist ja dabei. Coulson ist dabei. Fury ohne Augenklappe. Ja, wird cool. Ja, wird cool. Ich muss aber gestehen, nachdem ich den jetzt 3-mal gesehen habe, das 3. Mal war schon, wo ich sagte, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich habe ihn mir auch angeguckt, um hier ein bisschen detaillierter darüber sprechen zu können. Und aber ich sag ganz ehrlich, jetzt reicht es auch erstmal, es reicht bis zum Blu-ray-Release und dann gucke ich mir ein weiteres Mal an. Ja, aber das ist aber ganz ehrlich, die Dosis macht das Gift. Ja, das ist auch. Wenn du ihn zu oft anschaust, ist es dann dein Problem. Genau.
Nein, also ich fand ihn gut. Ich fand ihn echt gut. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Ich habe mich richtig gefreut drauf. Und jetzt bin ich nicht enttäuscht worden. Gut, ja, ich kann von dem Positiven her, kann ich mich euch nur anschließen. Ich habe auch in der Rezension eigentlich nur Positives über den Film jetzt erzählt. Ich muss da wirklich das Haar in der Suppe suchen. Ich meine, es gab natürlich ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Deswegen will ich das jetzt hier auch gar nicht ausbreiten. Das waren wirklich Kleinigkeiten. Ich meine, ich hätte es vielleicht cool gefunden, wenn Lady Death aufgetaucht wäre, aber vielleicht taucht sie ja im zweiten Teil auf. Muss man halt abwarten. Das mit dem Soulstone hätte ich vielleicht ein bisschen anders gelöst. Auch wenn ich Red Skull irgendwo gefeiert habe, aber vielleicht hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Aber wie gesagt, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Es war schon okay so und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Der Film war großartig, er war super in Szene gesetzt. Wie gesagt, ich kann mich jetzt wirklich nur wiederholen und ich würde dem Film auch 95% geben und da sind wir uns alle mal einig und wir kommen auf 95%. Und das ist immer geil. Weil du gerade den Soulstone erwähnt hast, ich fand so nett diesen kurzen Einblick in Soul World, was du hattest, den Film. Mhm, stimmt. Ja, außer Julian, der gibt dem Film natürlich wieder 12%. Weil ja, aber der ist ja nicht hier. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion zu Avengers The Infinity War. Wenn ihr da noch etwas anmerken wollt oder mit uns diskutieren wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Schreibt uns eine E-Mail an info@nightcrow.de. Besucht uns auf unseren Social Medias wie Twitter oder Facebook oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Webseite www.nightcrow.de. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Sind Audio-Podcasts generell dein Ding? Dann wird dich bestimmt interessieren, dass es nun auf Facebook die Podcast-Szene gibt. Die deutschsprachige Community für Podcast-Hörer und Podcast-Produzenten. Unterhalte dich dort mit anderen Gleichgesinnten rund um das Thema Podcast. Werbung für deine Sendungen und Suche nach Hilfe beim Produzieren ist auch erlaubt. Einfach Podcast-Szene ins Suchfeld von Facebook eingeben und ins Netzwerk eintreten. Dann kann's auch schon losgehen. Wir freuen uns auf dich. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 101. Ausgabe von Nightcrow. Wie gesagt, stand diesmal ganz im Zeichen vom Infinity War. An dieser Stelle, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 102. Bis dann. Ja, heute mal etwas kürzer. Ich glaube, das könnt ihr uns auch gut nachvollziehen, dass wir heute mal etwas kürzer treten, weil die Ausgabe 100 hat natürlich schon extrem gezogen und ich weiß nicht mal, ob ihr mit der Ausgabe 100 dann noch schon durch seid, wenn diese Ausgabe hier rauskommt. Aber auf jeden Fall hat es heute wieder viel Spaß gemacht, ganz besonders natürlich mit so fachkundigen, Comic-fachkundigen Leuten wie euch dreien hier. Da bin ich ja eher sowieso das immer das Schlusslicht der Erkenntnis. Aber ja, wie gesagt, hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir hören uns dann wieder in Ausgabe 102, wo es aller Voraussicht nach, ja, das wird ein Solo sein, ein Solo-Film, A Star Wars Story. Ja, danke für die Einladung wieder mal und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, genau, deswegen mache ich jetzt auch einen Monat Pause. Einfach so unerträglich jedes Mal ist. Ne? Unglaublich. Und deswegen, ja, irgendwie muss man von euch ja wegkommen. Und das geht dann halt nur, indem man mal den Computer abschaltet. Und das mache ich dann jetzt für einen Monat lang. Und dann bin ich irgendwie nicht mehr auf Online-Plattformen und so zu sehen oder nur noch sehr wenig, weil ja auch gutes Wetter ist und so. Und da muss man andere Sachen machen, grillen und sowas. Ne? Und Veganer ärgern. Und das mache ich jetzt. Und dann, ja, keine Ahnung, gucken wir mal, ob wir uns in der 104 oder 105 wiedersehen. Bis denn!